damals eine Woche vor dem Grand Prix-Finale gefragt, ob er hier auch mal hinkommen möchte. Und er hat ja gesagt. Und er hat sich daran gehalten. Und hier ist er jetzt, heute Abend, Markus Krebs. Die sah so aus, als hätte die bei der Beerdigung mal einen Strauß gefangen. Es wird noch härter, warte, gleich kommt noch Knaller. Ja. Die Frau, die stand mal nackt vorm Spiegel und hat gesagt, das gönne ich ihm. Als er sie das erste Mal nackt gesehen hat, hast du gedacht, der hätte gerade eine Zalando-Lieferung gekriegt. In der Hochzeitsnacht hat sie zu ihm gesagt, mein Ex hat aber einen Teil von 28 cm. Sagt er, das ist aber interessant. Am nächsten Tag hat sie einen Einkaufen geschickt mit so einem Zettel, stand drauf Kümmerling, kleiner Feigling, Lachgummis, Fruchtzwerge, Mini-Winnie-Würstchen. Ich kenne sie ja auch, die war bei uns in der Kneipe, wir haben auch so eine ökumenische Kneipe, also für Männer und Frauen, so wie hier auch. Sie kam rein und ich sag, oh, du siehst aus, als könnte ich was zu trinken vertragen. Es wird wieder härter, halt, ne? Also, ich sag, ich weiß, das ist das älteste Gewerbe, aber du bist doch Gründungsmitglied. Die hatte dritte Zähne und trotzdem eine Klammer. Wenn ihr das eben noch besprechen wollt hier. Ist kein, ja, die ist eine Frau. Vorne braucht sie Nüsse. Auch Transen wieder hier. Komm, zieh mal durch hier, scheiß drauf. Ah. Ne, seitdem ich ein Weltstar bin bei mir, ist ja auch egal, wirklich. Ist ja scheißegal, was ich erzähle. Ich habe jetzt so eine gelbe Mülltonne umgebaut, oben Ritz reingemacht für meine Fanpost, weißt du. Arschlecke, ne. Ich bleibe auf dem Teppich, auch wenn ein roter ist, ne. Meine Sekretärin hat sich jetzt selber einen Termin gegeben, damit sie überhaupt mal mit mir sprechen kann. In Oberhausen kam eine zu mir an und sagte, ey, du bist total korrekt, du kommst total autistisch rüber. Habe ich gar nicht vorgehabt. Ja. Und was ich rumkomme, gestern fuhr uns ein Motorradfahrer vor uns und der hatte hinten auf der Jacke stehen, wenn Sie das lesen können, ist meine Frau runtergefallen. Natürlich, dafür bin ich hier. So, Programm weiter, wo war ich stehen geblieben? Ja. Es wird richtig hart jetzt, wirklich. Ne? Also ihr vorne hört mal jetzt weg. Die Frau, die hatte so einen Top nur an. Ne? Und dann bauchfrei. Und dann kam ein bisschen so hier der Flocati raus. Weißt du? Ich sag zu ihr, was ist denn mit dir? Kriegst du Winterfell oder was? Und dann war die vorher in ihrem Frauenbaumarkt. Wie nennt ihr das hier? Douglas? Und hat ihr Lieblingsparfüm drauf, Pröbchen. Ich sag zu ihr, boah, was hast du denn drauf, Blitzkriech oder was? Sagt sie, nein, das ist Bergsee. Sagt, der See ist lange umgekippt, hör mal. Naja, die beiden sind nicht mehr zusammen. Er hat sie gefragt, was wünscht ihr zu Weihnachten? Hat sie gesagt, die Scheidung. Hat gesagt, so viel wollte ich gar nicht ausgeben. Naja, sexuell soll sie eh nur befriedigend gewesen sein. Obwohl, sie hat mal in so einem Erotikfilm mitgespielt. Weiß gar nicht, wie der hieß. Mund auf, Schatz, ich hab frei. Irgendwie so weit. Wurde damals für den Goldenen Bär nominiert. Also richtig. Und er ist ja mehr der Typ, warum eine Diät, wenn ich eh unten lieg? Ne? Aber selbst ihm war ein bisschen zu langweilig. Er sagte so zu ihr beim Sex, sagst du, mein Gott, stöhn doch mal. Und sie, ach, wieder voll beim Aldi. Ne?
sagt er, nein, hol doch mal irgendwie so einen Film, der uns auf Tour bringt, irgendwann mit Peitsche oder was kam es mit Indiana Jones an. Ne? Frau hatte Schweren am Helm, wirklich. Ne? Sie konnte nicht schlafen, dann nahm sie Baldrian, trank das aber mit Red Bull runter. Dann hat sie sich eine DVD geholt, wo sie auf dem Bildschirm ein Aquarium die ganze Nacht hat. Und dann konnte sie nicht pennen, weil die Pumpe so laut war. Mein Vater hat immer gesagt, Frauen sind wie Hurricanes. Wenn sie kommen, sind sie heiß und feucht. Und wenn sie gehen, nehmen sie Autos und Häuser mit. So. Ich zieh das hier durch, das ist mir egal. Für den Zwanni hier, das ist mir scheißegal. Ja. Manfred und ich sind Freunde, das bleibt doch danach so. Hoffe ich. Läuft. Ein anderer Freund von uns hatte damals zwei Freundinnen gehabt. Ist eigentlich sehr seltsam, weil er ist, also wir haben immer gedacht, er wird S-Bahn surfen olympisch, bevor der überhaupt eine Freundin findet. Der sieht ein bisschen aus wie ein Typ nach drei Suizidversuchen, die alle geklappt haben. Er ist so ein Typ, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Die eine Frau hat er beim Sorgentelefon kennengelernt. Da sollte er eine ABM-Maßnahme machen. Hier Kaffee verteilen, Ordner und so weiter. Aber ein Tisch klingelte da, Telefon, saß keiner dran und der Vollidiot ging dran. Ne? Ja, Sorgentelefon. Hallo? Ist das Sorgentelefon? Wen haben Sie denn angerufen? Das Sorgentelefon. Das ist richtig. Womit kann ich Ihnen helfen? Ja, ich. Und dann fing sie an zu heulen. Ne? Sagt er, wir müssen die Reihenfolge einhalten. Sie sagen mir, was Sie haben, dann verstehe ich das und dann kann ich Ihnen helfen. Also fangen wir nochmal an. Hallo? Ja. Ja, ich wiege 160 Kilo. Boleco funny, du. Dann hoffe ich mal für Sie, dass Sie 82 groß sind. Nein, ich bin 1,54. Kann man sich ja besser überhüpfen als umlaufen immer. Und ich habe sie mal gesehen, wirklich. Also ich sag mal so, sie hatte sehr viel Holz vor der Hütte, aber durch den Bauch sah das Holz gestapelt aus. Und die andere hat er kennengelernt über eine Kontaktanzeige, was weiß ich hier, Frau am Mast oder wie die Zeit. Germanistikstudent sucht was für zum Poppen. Und da hat sie eine gemerkt, genau das Gegenteil. Also die muss zweimal reinkommen, damit man sie einmal sieht. So, ja. Sie war Kursleiterin. Pilates, Yoga, finde deine innere Mitte, Frieden. Ne? Muss aber aufhören wegen Burnout. Und dann war sie beim Psychologen und hat so Kurse gemacht, da war sie hier Delfine schminken und... Stoff die Akupunktur, so was eben. Ja. Autonomes Training, so was eben. Ja. Die hatte eine Aufzugsstation für Mettigel. Ich möchte euch jetzt schon mal vorbereiten, es kommt gleich ein Hammer. Ja? Nein, ich schäme mich jetzt schon auch dafür, aber ich ziehe durch, ist mir egal. Ah, ja, was war das? 15 war das jetzt, ne? Ja, ich glaube auch, dass ich... Oh, wir haben schon 10 von 9, ich sollte jetzt langsam aufhören. Na komm, jetzt zieh hier durch. Ne, wirklich, also die Frau, ich sag mal so, die hatte so ein Gesicht wie ein Sommerreifen, also kaum Profil.